Stellen Sie sich vor, die Entwicklungsgeschichte des Universums würde vor Ihren Augen ablaufen. Und Sie könnten sehen, wie sich die Erde über die Jahrtausende verändert. Für uns ist die Zeitspanne von 1 Milliarde Jahren nichts Außergewöhnliches. Manchen mag dies unheimlich vorkommen. Das Grundgestein. Hurra! Mittlerweile sind wir in der Lage, den Wandel durch alle Zeiträume hindurch zu verfolgen. Angefangen von einem einzigen Tag bis hin zu Millionen und Milliarden von Jahren. Wir leben in diesem enormen Zeitkontinuum und der Trick besteht darin, herauszufinden, wie die Teile zusammenpassen. Wenn wir die Eiszeit erforschen wollen, müssen wir zunächst einmal wissen, wie sich unsere Wolken von einem Tag auf den anderen verändern. Für die Wissenschaftler öffnet jeder Zeitabschnitt ein neues Fenster zur Welt. Die Zeit ist reif für eine außergewöhnliche Entdeckungsreise. Ein weiterer Tag auf dem Planeten Erde. Wir wachen jeden Morgen auf und gehen jeden Abend schlafen. Warum? Die Sonne geht jeden Tag auf und wieder unter. Wenn Sie Tag um Tag aus dem Fenster schauen, dann sehen Sie die Bäume, den Himmel und alles sieht so aus, als wäre es bis in alle Ewigkeit vorhanden. Unsere Welt verändert sich jedoch permanent. Über Zeiträume hinweg, über die wir nur Vermutungen anstellen können. Angefangen mit dem Zyklus der Erde, dem Wetter, dem Klima, den Jahreszeiten, über den Zyklus des Sonnensystems, der Geburt neuer Sterne und Planeten sowie deren Sterben, bis hin zum Zyklus des gesamten Universums. Die Erde existiert in jeder Art von Zeit und Raum, in molekularen Räumen ebenso wie in intergalaktischen. Wie unsere Erde tatsächlich funktioniert, können wir erst verstehen, wenn wir uns mit verschiedenen Zeitskalen befassen. Die meisten Dinge, die sich tagtäglich um uns herum ereignen, gehen für unser menschliches Auge viel zu schnell oder viel zu langsam vonstatten. Stellen Sie sich einmal vor, Sie könnten den Wechsel der einzelnen Mondphasen sehen. Oder den Wechsel der Jahreszeiten. Das Entstehen von Eiszeiten und die Kontinentalverschiebungen beobachten. All diese Phänomene stehen im Zusammenhang mit Ereignissen im Hier und Jetzt. Wissenschaftler benutzen heute neue Technologien, um Kräfte zu erforschen, die unsere Welt innerhalb gigantischer Zeiträume verändern. Die Wissenschaft muss Fragen stellen, die über den persönlichen Lebenskontext hinausgehen. Die Rede ist von Zeitskalen, die sich von dem, was wir kennen, sehr unterscheiden. Die Wissenschaft ist dabei, unsere Perspektive zu verändern. Der Wechsel der Jahreszeiten, der Eiszeiten, die Kontinentalverschiebungen, all diese Phänomene stehen im Zusammenhang mit Ereignissen im Hier und jetzt. Zwei Uhr dreißig. Ein Hurrikan der Stärke 3 hat gerade das Festland erreicht. Jeder Moment erscheint wie eine Ewigkeit. Sein Vernichtungsfeldzug erstreckt sich über Hunderte von Quadratkilometern. Innerhalb weniger Minuten wird hier eine Energie freigesetzt, die der einer Atombombe gleichkommt. Im Morgengrauen ist der Sturm nach Norden weitergezogen und dabei schwächer geworden. Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Schaden auf über 4 Milliarden Dollar. Welche Kräfte haben diese Katastrophe ausgelöst? Während der Sturm tobt, können Wissenschaftler keine Antwort auf diese Frage geben. Dazu müssen sie einen längeren Zeitraum betrachten.
Die Erde dreht sich innerhalb von 24 Stunden einmal um ihre eigene Achse. Damit legt sie die wohl wichtigste Zeitskala auf der Erde fest. Die Meteorologen vom Nationalen Hurricane Zentrum in Miami arbeiten mit einer Zeitskala von Tagen. Heute beobachtet Rick Knapp eine Tiefdruckzone im Osten des Landes. Anhaltende Winde haben sich zu einem Tropensturm ausgeweitet. Solchen Stürmen geben wir einen Namen, in diesem Fall Rita. Rita zieht weiter nach Westen und bewegt sich auf ein riesiges Becken mit warmem Wasser zu, dem Treibstoff für einen Hurrikan. Am 13. Tag können seine Winde eine Geschwindigkeit von über 160 Kilometern pro Stunde erreichen. Wir haben hier einen Hurrikan der Kategorie 2, südlich von Key West, der sich auf den Golf von Mexiko zubewegt. Dort hat er keine andere Wahl. Er muss an irgendeiner Stelle aufs Festland ziehen. Dank einer frühzeitigen Warnung des Nationalen Hurrikanzentrums konnten sich 3 Millionen Menschen vor dem Sturm in Sicherheit bringen. Rita war lediglich einer von 15 Hurrikans im Atlantik innerhalb von nur einer Saison, in der mehr Wirbelstürme als je zuvor registriert wurden. Welche Faktoren führen dazu, dass in bestimmten Monaten derart heftige Stürme auftreten? Weder ein einzelner Hurrikan noch die Stürme einer ganzen Saison liefern den Wissenschaftlern Erkenntnisse darüber. Dafür müssen sie einen längeren Zeitraum untersuchen. Einen, der sich über Jahrzehnte erstreckt. Die Jahreszeiten bringen einen permanenten Wandel mit sich. Jedes Jahr verwandelt sich der Wald aufs Neue. Alles wird grün, dann bunt, die Blätter fallen. Und dann schläft alles unter einer dicken Schneeschicht, bis ein neuer Zyklus beginnt. Nach einem Feuer regeneriert sich der Wald im Laufe von einigen Jahrzehnten ganz von selbst. In den letzten Jahrzehnten konnten wir mit Hilfe von Satelliten beobachten, wie sich die Erde von Jahr zu Jahr verändert. Die NASA versucht vor allem herauszufinden, in welcher Weise sich die Erde verändert und welchen Einfluss dieser Wandel auf das Leben auf unserem Planeten hat. Unsere Augen im Weltraum lassen uns Dinge sehen, die wir zuvor nicht kannten. Mithilfe von Satelliten ermitteln Wissenschaftler Regelmäßigkeiten bei Temperatur und Wetter. Die Satelliten umkreisen die Erde und halten die Temperatur der Meeresoberfläche über ganze Ozeane hinweg fest. So erfahren wir, welchen Einfluss die Temperatur auf das Planktonwachstum im Meer und auf die Vegetation an Land hat. Die Werte werden in eine kürzere Zeitskala übertragen, damit wir Menschen diese Prozesse beobachten können. Es würde mir schwerfallen, 10 Jahre lang hier zu sitzen und die Veränderungen auf der Erde zu beobachten. Wenn Sie sich ein Bild von einem ganzen Jahrzehnt machen wollen, benötigen Sie die richtigen Geräte und eine andere Denkweise. Den meisten fällt es schwer, Veränderungen zu erfassen, die sich im Laufe von Jahrzehnten abspielen. Doch gerade solche minimalen Veränderungen sind von großer Bedeutung für das Klimasystem und dessen Einfluss auf uns Menschen. Tom Delworth lebt mit einer anderen Zeitskala als die meisten von uns. Während ich an Ampeln stand, kamen mir immer wieder gute Ideen, die ich dann Monate später tatsächlich umsetzen konnte. Bei uns Wissenschaftlern spielt sich das ganze Leben im Kopf ab. Die Klimaforschung ist meine große Leidenschaft. Ich liebe meine Arbeit. Delworth kann Ereignisse überblicken, die sich über Jahrzehnte erstrecken. Unser Klimasystem ist äußerst komplex. Man verirrt sich sehr leicht darin. Deshalb erstellt er digitale Modelle, die den Klimawandel über längere Zeiträume sichtbar machen. Die beste Art, über ein Problem nachzudenken, ist, es zu visualisieren. Deshalb erstellen wir Computermodelle. Auf unserem virtuellen Planeten Erde führen wir unzählige Experimente durch. Dabei richtet sich unser Hauptaugenmerk darauf, wie sich der Atlantik im Laufe eines Jahrzehnts verändert. Delworth versucht, die Ursache für die häufig auftretenden Hurrikans herauszufinden. Er gibt unterschiedliche Faktoren ein und beobachtet, was daraufhin passiert.
Es kann mit der Temperatur oder auch mit dem Salzgehalt zusammenhängen, mit einer veränderten Vulkantätigkeit, mit menschlichen Einflüssen wie dem Treibhauseffekt, aber auch mit der Art, wie Wolken sich ausdehnen und das Sonnenlicht in den Weltraum zurückwerfen. Werden all diese Faktoren berücksichtigt, lässt sich bei seinem virtuellen Atlantik ein bestimmtes Muster erkennen. Es ändert sich von einem Jahrzehnt zum nächsten. Mal ist das Meer wärmer, mal kälter, mal gibt es mehr Hurrikans, mal weniger. Sein Modell spiegelt die Realität wider. Hurrikans treten in Zyklen auf. Jede Linie beschreibt den Verlauf so eines Wirbelsturms. In den 50er Jahren hatten wir heftige Hurrikans, in den 80er Jahren beruhigte sich die Lage. Momentan treten sie wieder verstärkt auf. Alle 20 bis 40 Jahre ändert sich die Situation. Es gleicht einem Pendel, das vor- und zurückschwingt. Auf einige warme Jahrzehnte folgen stets einige kalte. Unserer Meinung nach hatten wir deshalb seit Mitte der 90er Jahre so viele Hurrikans. Doch warum? Um diese Frage beantworten zu können, benötigen Dellworth und seine Kollegen mehr Datenmaterial. Hier geht es nämlich um das Phänomen, dass die Hurrikanzyklen möglicherweise auf einer längeren Zeitskala ablaufen. Einer Zeitskala von Jahrhunderten. Wenn 100 Jahre vor unserem geistigen Auge vorüberziehen, wird das Land lebendig. Die unerbittlich peitschenden Wellen formen die Küste. Über Jahrhunderte hinweg zog sich die letzte Eiszeit zurück und Großbritannien wurde von Europa abgetrennt. Innerhalb solcher Zeiträume spielen sich auch bei den Meeren grundlegende Veränderungen ab. Das Meereswasser zirkuliert in großen Schlingen. Man bezeichnet sie auch als das globale Förderband. Warme Strömungen aus den Tropen ziehen nordwärts in Richtung Arktis. Auf ihrem Weg dorthin sorgen sie für die relativ gemäßigte Klimazone in Nordeuropa. Was treibt dieses System an? Im Nordatlantik kühlt das Wasser ab. Infolge der Verdunstung erhöht sich die Salzkonzentration. Das Wasser wird dadurch schwerer. Wenn es sinkt, funktioniert es wie eine gewaltige Kurbel, die das Band antreibt. Es dauert Hunderte von Jahren, bis das Wasser unserer Meere ein einziges Mal komplett umgewälzt ist. Nun haben Wissenschaftler herausgefunden, dass das Förderband nicht immer gleich schnell funktioniert. Dies könnte eine mögliche Erklärung für die Entstehung von Hurrikans sein. Wenn sich dieses Förderband schnell oder stark bewegt, ist das Wasser im Atlantik sehr warm. Und warmes Wasser fördert die Entstehung von Hurrikans. Der Hurrikanzyklus hängt möglicherweise damit zusammen, dass das Förderband in den Meeren unterschiedlich schnell funktioniert. Darüber hinaus aber auch mit verschiedenen, bisher unbekannten Faktoren. Am Strand können wir die Wellen an der Wasseroberfläche beobachten, die sich auf einer Zeitskala von ca. 10 Sekunden abspielen. Daneben kennen wir die Gezeiten auf einer Zeitskala von einem Tag. Der Ozean beinhaltet ein ganzes Spektrum von Zeitskalen, angefangen von wenigen Sekunden bis zu Hunderten von Jahren. Veränderte Bedingungen beim Förderband können das Klima enorm beeinflussen. Doch wie lassen sich Veränderungen, die über Jahrhunderte ablaufen, beobachten? Okay, ich glaube, es kann losgehen. Breck Owens vom Ozeanographischen Forschungsinstitut in Woods Hole hat eine geniale Möglichkeit dafür entwickelt. Der Meeresgleiter ist ein Gerät, das, wie sein Name schon sagt, durchs Wasser gleitet, ähnlich einem Raumgleiter. Okay, sieht gut aus. Damit werden Messungen im Meer durchgeführt. Er kann dort 4 bis 6 Monate eingesetzt werden. Okay, alles eingestellt? Alles miteinander verbunden, dann können wir loslegen. Ich schätze, dass wir dieses Mal eine Reise von 3000 Kilometer vor uns haben. Okay, we know where we are. That's good. Es ist immer schön, wenn der Start glatt läuft. Ich hänge wirklich sehr an diesem Teil. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich es wie ein kleines Kind behandle, das in die Welt hinauszieht. Und ich hoffe, dass es seine Sache gut macht. Der Meeresgleiter wird den Atlantik durchforsten und unter anderem Messwerte über die Temperatur, den Salzgehalt und die Geschwindigkeit der Strömungen sammeln.
Ein effizientes System verleiht ihm großes Durchhaltevermögen. Ein Gewicht, das durch eine Batterie angetrieben wird, steuert das Gerät. Der Meeresgleiter sinkt langsam und dann steigt er wieder nach oben. Auf diese Weise kann er mit minimaler Energiezufuhr Tausende von Kilometern zurücklegen. Etwa alle 6 Stunden übermittelt der Meeresgleiter seine gesammelten Daten an Owen, der Kurskorrekturen vornehmen kann. Es scheint ihm wirklich Spaß zu machen. Ich muss ständig nachsehen, was gerade passiert und welche Daten er sendet. Meine Frau hat sich längst daran gewöhnt. Owen hofft, zukünftig eine ganze Flotte dieser Gleiter zur Beobachtung des Meeres einsetzen zu können. Heute gibt es allerdings Probleme. Glaubst du, er schafft diese Meeresschlinge? Ich denke ja. Er ist fast durch. Er ist schon fast 4 Monate unterwegs. Und jetzt gerät er in einen großen Strudel. Er wurde regelrecht angesaugt. Wir haben vergeblich versucht, ihn wieder herauszubekommen. Jetzt können wir nur noch abwarten. Hoffentlich halten die Batterien durch. Wir können nur hoffen, dass sie nicht schlapp machen. Der Meeresgleiter hat noch eine Woche zu leben. Owens bleibt eine letzte Hoffnung. Das Forschungsschiff Oceanus soll sich auf die Suche nach dem Meeresgleiter machen. Vielleicht kann er das Gerät noch bergen. Wir werden jetzt einen ersten Test durchführen. Danach sehen wir weiter. Die Mission wird von der Wissenschaftlerin Ruth Curry, ebenfalls aus Woods Hole, geleitet. Alle 2 Wochen haben wir einen Abschnitt. Sehr schön, denn es stimmt auch mit unseren Messwerten entlang der Linie W überein. Außerdem wollten wir nächste Woche sowieso die ganzen Verankerungen überprüfen. Wir sind gespannt, was wir da zu sehen bekommen. Und hoffentlich findet ihr meinen Gleiter. Ja, hoffentlich finden wir ihn. Ich untersuche die Wassereigenschaften des Meeres und beobachte, wie sich das Meer im Laufe der Zeit verändert. Ruth Curry analysiert riesige Datenmengen, um Trends bei den Meeresbewegungen feststellen zu können. Wenn wir längere Zeiträume betrachten, sind wir in der Lage, größere Veränderungen zu beobachten. Die globale Erwärmung bereitet Ruth Curry große Sorge. Welche Auswirkungen hat sie auf den Nordatlantik, auf den kritischen Zeitpunkt, an dem die Strömungen nachlassen, die das Förderband antreiben? Ruth möchte mit den an Bord der Oceanus gesammelten Daten den Spekulationen ein Ende bereiten. Heute ist ihr etwas Überraschendes gelungen. Der Meeresgleiter konnte tatsächlich geborgen werden. Nun wird er seine Reise fortsetzen und den Wissenschaftlern bei der Erforschung des sich permanent ändernden Klimas auf der Erde behilflich sein. In den vergangenen 20.000 Jahren herrschte zunächst eine Eiszeit. Dann folgten 10.000 Jahre mit recht stabilem Klima. Momentan präsentiert sich uns ein völlig anderes Szenario. Die Atmosphäre hat sich grundlegend verändert. Wir haben Unmengen von Treibhausgasen in die Atmosphäre geschickt und, wenn ich ehrlich sein soll, keine Ahnung, wie das System darauf reagieren wird. Wodurch kann sich das Klima auf der Erde radikal verändern, möglicherweise sogar eine Eiszeit heraufbeschworen werden? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns eine längere Zeitskala ansehen. Jahrtausende. Um unser Klima über Jahrtausende hinweg erforschen zu können, suchen Wissenschaftler nach Hinweisen in der chemischen Zusammensetzung alter Gletscher. Ein Team ist aus diesem Grund zum Mount Coropuna in die peruanischen Anden gereist. 6 Tonnen Material müssen auf eine Höhe von 6.400 Metern gebracht werden. Wozu dieses schwierige Unterfangen? Weil die Tropen als Dynamo des Weltklimas gelten. Je tiefer die Wissenschaftler bohren, desto weiter können sie in die zurückliegende Zeit vordringen. In dieser Tiefe werden die Schichten derart dünn, dass sie kaum noch zu unterscheiden sind. Sie kommen auf einen Schnitt von ca. 1,2 cm pro Jahr. Das heißt, ein Meter entsteht im Laufe von etwa 80 Jahren. Nach 8 Wochen Arbeit können sie endlich einen Erfolg verzeichnen.
Das Grundgestein. Wir sind am Grundgestein angelangt. Nun muss die wertvolle Fracht vorsichtig nach unten gebracht werden. Wir müssen mit den Bohrkernen den Regenwald durchqueren, ohne dass sie auftauen, bis sie in unserem Gefrierschrank eintreffen. Hier werden sie bei minus 30 Grad gelagert, bis sie schließlich im Labor untersucht werden können. In ihrem Gefrierschrank in Ohio haben Thompson und sein Team Kerne von tropischen Bergen rund um die Welt gesammelt. Vom Himalaya, vom Kilimanjaro und von den Anden. Nun gibt das Eis seine Geheimnisse preis. Die chemische Zusammensetzung eines jeden Stücks offenbart das Klima, das damals an den Fundorten herrschte. Bei der Kohlenstoffdatierung steht Thompson allerdings vor einem Rätsel. Die letzte Eiszeit begann vor ca. 100.000 Jahren. Dies haben Untersuchungen von Polareiskernen ergeben. Thompson hatte erwartet, dass auch das untere Ende seiner Kerne damals entstanden war. Dies war jedoch nicht der Fall. Uns liegen Kerne aus unterschiedlichen Regionen vor. Der älteste davon ist 25.000 Jahre alt. Weshalb gab es keine älteren? Es gibt in der Wissenschaft immer wieder diese Momente, in denen alles in Frage gestellt wird, was bereits feststand. Wenn die Eiszeit vor 100.000 Jahren in vollem Gange war, weshalb finden wir dann in diesen Regionen kein Eis? Wie sich später herausstellte, hängt die Antwort mit der Erdrotation zusammen. Die Erdachse bewegt sich langsam wie ein taumelnder Kreisel. Alle 23.000 Jahre vollendet sie einen Zyklus. Je nach Neigung der Erdachse ist die Erde der Wärme der Sonne ausgesetzt bzw. regnet es auf der Erde. Wenn die Erdachse taumelt, bewegt sich die Regenzone auf der Erde von Norden nach Süden durch die Tropen. Synchron mit dem Taumeln steigt oder fällt die Regenzone. Weltweit verändern sich die Niederschläge. Ein Gletscher benötigt zwei Dinge. Die richtige Temperatur, es muss kalt genug sein, und Wasser, Niederschläge in Form von Schnee. Wie sich herausstellte, herrschte während der letzten Eiszeit in den Tropen eine außergewöhnliche Trockenheit. Allerdings ist dieses Taumeln nur ein Teil des ausgefeilten Tanzes, den die Erde beim Umkreisen der Sonne vollführt. Der Planet taumelt aber nicht nur, sondern neigt sich auch mit einem Winkel, der sich alle 41.000 Jahre verändert. Und wenn er sich neigt, ist die Umlaufbahn der Erde nicht länger kreisrund, sondern oval. Dieses Phänomen vollzieht sich innerhalb von 100.000 Jahren. Das Klima der Erde wird folglich aus einer Kombination dieser drei Faktoren bestimmt. Manchmal verstärken sie sich gegenseitig, manchmal heben sie sich gegenseitig auf. Laufen die Bewegungen der Erde in einer bestimmten Art und Weise ab, kann die Kälte durch nichts aufgehalten werden. Eine neue Eiszeit entsteht. Wenn wir es mit Eiszeiten zu tun haben, geht es quasi um den Herzschlag der Erde. Wenn ich mir einen Kern betrachte, erfahre ich etwas über unsere Geschichte. Er ist gleichsam ein Archiv unserer Vergangenheit, eine Reise durch die Zeit. Thompson versucht mit Hilfe der Kerne, die letzte Eiszeit zu erforschen. Es hat jedoch schon viele Eiszeiten gegeben. Und um sie alle zu verstehen, brauchen wir eine andere Zeitskala. Über Millionen von Jahren. Es scheint ungewöhnlich, wenn wir versuchen, aus geologischer Sicht Rückschlüsse auf die Menschheit vorzunehmen. Uns Menschen gibt es seit ca. 70.000 Jahren. Auf der geologischen Uhr entspräche dieser Zeitraum einem einzigen Ticken. Ein Team ist unterwegs, um den wohl gewaltigsten Klimakreislauf auf der Erde zu erforschen. Es sucht nach Hinweisen in den Tiefen des Meeres. Als ich damals meine Karriere plante, dachte ich mir, dass ich für etwas bezahlt werden wollte, was ich im Urlaub gerne mache.
Wir befinden uns ca. 8 Meilen vor der Küste von Puerto Rico und gehen Tiefseetauchen. Wir sammeln Forams. Forams oder Foraminiferen sind eine Art von Plankton. Diese winzigen Organismen sind kaum Stecknadelkopf groß. Wenn sich viele dieser winzigen Schalen über einen bestimmten Zeitraum ansammeln, können sie zu einem bedeutenden Bestandteil der Erdkruste werden. Wenn Plankton stirbt, sinken die Schalen auf den Meeresboden ab. Je tiefer sie liegen, desto älter sind sie. Das macht 2,5 Zentimeter innerhalb von 1000 Jahren. Und das über Millionen Jahre hinweg. Plötzlich haben sie kilometerdicke Schichten von Calciumcarbonat auf dem Meeresgrund. Und zwar nur durch diese mikroskopisch kleinen Schalen. Sehen Sie sich diese Klippen an. Sie sind durch kleinste Organismen wie Korallen oder Foraminiferen entstanden. Deren Skelette haben sich dort Schicht für Schicht abgelagert und angesammelt. Jede Schale einer Foraminifere enthält ganz spezielle chemische Inhaltsstoffe aus ihrer Zeit. Die Schale kann alles über die Umgebung, in der sie vorkam, erzählen. In ihrer Mikrochemie sind Unmengen von Informationen enthalten. In den Foraminiferen sind Hunderte von Millionen Jahre der Erdgeschichte abgespeichert. Und Geologen verwenden ihre Schalen, genau wie die Eiskerne, als Marker zur Rekonstruktion klimatischer Abläufe. Sie untersuchen die fossilen Überreste der Foraminiferen, die vor Hunderttausenden oder Millionen von Jahren gelebt haben. Anhand der chemischen Informationen können Sie rekonstruieren, wie das Meer früher aussah. Die Geologen machten eine seltsame Entdeckung. Die Foraminiferen, mit deren Hilfe sie die Langzeitentwicklungen des Meeres aufdecken, spielen selber eine aktive Rolle bei der Entstehung dieser Entwicklungen. In jeder Minute entstehen auf der Erde neue Organismen. Das Element Kohlenstoff macht einen außergewöhnlichen Kreislauf durch. Es regnet als Kohlendioxid aus der Atmosphäre und wird von den Foraminiferen und unzähligen anderen Organismen absorbiert. Wenn diese sterben, bilden sie im Schlamm und auf dem Gestein viele Schichten Kohlenstoff. Die Erdplatten werden vom Kohlenstoff durchdrungen. Da diese sich bewegen, wird Druck aufgebaut, was wiederum zur Erwärmung des Gesteins führt. Der Kohlenstoff wird wieder zu Gas und kehrt mit heftiger Wucht in die Atmosphäre zurück. Das geologische und das biologische System der Erde sind eng miteinander verflochten. Die immensen Veränderungen, die sich im Laufe von Millionen von Jahren abspielen, wären nicht möglich ohne solche Organismen, die die chemische Zusammensetzung der Erde beeinflussen. Was steuert die Bewegung der Platten? Und was treibt den Kohlenstoff gen Himmel? Die Foraminiferen, die im Laufe dieses Prozesses absterben, können es uns nicht mehr sagen. Um dies herauszufinden, müssen wir weiter zurückgehen, auf einer noch längeren Zeitskala. Hunderte von Millionen Jahre. Über die letzten Hunderte von Millionen Jahre haben sich unsere Kontinente umverteilt und neu geordnet, wie ein Puzzlespiel. Harold Tobin geht der Frage nach, welche Kräfte ganze Kontinente in Bewegung setzen können. Wir müssen ganz genau hinschauen, was auf dem Planeten um uns herum passiert. Ein Berg ist als Resultat einer ganzen Serie geologischer Prozesse entstanden, über einen sehr langen Zeitraum hinweg. Um diese Prozesse zu erforschen, ist Tobin auf einem Schiff vor der japanischen Küste unterwegs. Die sich verschiebenden Kontinentalplatten dort gelten als idealer Nährboden für Erdbeben. DTQ ist ein Spezialschiff für wissenschaftliche Bohrungen in der Tiefsee. Es ist weltweit einzigartig. Damit können wir in tiefliegende Teile unseres Planeten vordringen, zu denen wir bislang keinen Zugang hatten. Tobin und sein Team beabsichtigen, die Erdkruste aufzubohren. Wir sammeln Daten.
Wir nehmen Proben direkt aus den kritischen Zonen. Auf diese Weise erhalten wir Anhaltspunkte für die Entstehung von Erdbeben. Um Messungen durchzuführen, führen wir unsere Instrumente in das Bohrloch ein. Zunächst taucht der Bohrer 1600 Meter durchs offene Meer. Unten angekommen soll er den Meeresboden aufbohren. Das erhaltene Sediment wird über ein Rohr nach oben befördert, wo es dann untersucht wird. Die Chikyu soll Bohrungen bis in 7000 Meter Tiefe durchführen. Durch die Erdkruste hindurch, direkt bis zu der Stelle, an der die Platten tatsächlich kollidieren. Alle Systeme sind startklar. Doch zunächst steht noch ein Test an. Die Geräte an Bord des Schiffes sind bereit für die Messungen. Erste Proben aus dem Erdkern unter dem Meer liegen uns bereits vor. Aus dem Erdkern vor der japanischen Küste. Jetzt müssen diese Proben in unseren Labors untersucht werden. Allerdings wird Tobin in der Tiefe nicht nur nach Gestein suchen. Bei der Erdkruste denken wir an schweres Gestein, äußerst dichte Materie. Doch Tobin vermutet, dass ausgerechnet zwei der leichtesten Elemente für die Entstehung von Erdbeben verantwortlich sein könnten. Wasserstoff und Sauerstoff, zusammen H2O. Wasser ist Teil der kristallinen Struktur des Gesteins selbst. Für einen Geologen sind die leichten Elemente unbeständig. Das Wasser tritt als Vermittler auf, als Katalysator des ganzen Prozesses. Tobin hofft, dass die Proben seine Vermutung bestätigen. Er glaubt, dass Wasser für die Entstehung von Erdbeben verantwortlich ist. Es macht die Mineralien instabil und sorgt somit für die Bewegung der tektonischen Platten. Als die Erde noch jung war, bestand sie aus einer gleichmäßigen Mischung von Elementen. Die meisten der schwereren Elemente, die Metalle, sanken zu ihrem Kern hinab. Durch deren eigene Gravitation und den radioaktiven Zerfall erhitzten sie sich auf mehrere Millionen Grad Celsius. Die Hitze stieg hoch zu den leichteren Elementen, wodurch die Mineralien unter den Platten zu brodeln begannen. Der Erdmantel verwandelte sich in einen Kessel. Bei der Plattentektonik geht es um das Rühren in diesem Kessel. Die Elemente werden neu gemischt. Wenn wir einen Wassertopf mit Haferflocken auf den Herd stellen und Hitze zuführen, verwandelt sich das Ganze in eine blubbernde Masse. Genau dasselbe passiert im Erdmantel, allerdings ganz langsam, quasi in Zeitlupe. Und woher nahm die Erde diese einzigartige Mischung aus Chemikalien, die sie antreibt? All die Bohrvorhaben auf der Erde werden keine Antwort auf diese Frage liefern können. Stattdessen müssen wir einen Blick hinter unseren Planeten werfen, auf eine längere Zeitskala. Über Milliarden von Jahren. In meiner Vorstellung ist die Zeitskala von Milliarden Jahren nichts Außergewöhnliches. Ich lebe sozusagen darin. Vor 7 Jahren machte sich die Sonde Stardust auf den Weg zu einem Rendezvous mit einem Besucher aus den Tiefen des Weltalls. Nach einer Reise von mehr als 3 Milliarden Kilometern hat sie ihr Ziel erreicht. WILD 2, ein Komet aus einem entlegenen Winkel des Sonnensystems, der uns zum ersten Mal einen Besuch abstattet. Die Stardust hat nun die Aufgabe, Kometenstaubpartikel einzufangen. Die von der Stardust gesammelten Partikel werden dem Team zusätzliche Hinweise zu den bei früheren Missionen gewonnenen Erkenntnissen liefern. Genau wie dieses Staubkorn. Die Geschichte dieses Staubkorns ist die unseres Sonnensystems. Es entstand und wuchs in der Dunstwolke, die sich durch die Explosion einer Supernova entwickelt hat. Möglicherweise ist unser Sonnensystem durch so ein kleines Stück von einem explodierten Stern entstanden. Wir können davon ausgehen, dass es sich hier um das Kondensat einer Supernova handelt. Mir war sofort klar, dass das etwas Ungewöhnliches ist. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Der Chemiecocktail dieses Staubkorns brachte es ans Tageslicht. Jeder Stern ist eine Elementefabrik.
Es funktioniert so. Sie nehmen leichte Elemente wie Wasserstoff und Helium und verschmelzen sie. So erhalten sie schwerere Atome, bis sie anfangen, Eisen in diesem Stern zu bilden und allmählich der Treibstoff ausgeht. Dann bricht der Kern auseinander und der Stern explodiert. Die neu entstandenen Elemente verteilen sich über die unermessliche Weite des Weltalls. Lichtjahre entfernt erreichen sie eine Wolke, aus der sich allmählich eine Scheibe herausbildet. Die Scheibe, aus der unser Sonnensystem entstehen soll. In der Sphäre, die zur Erde wird, entsteht eine Ansammlung bestimmter Elemente. Elemente, die unseren Planeten mit seinen einzigartigen Eigenschaften ausstatten werden. In meinen Augen ist die Welt ein winziger Ball aus Gestein und Metall, der einen recht durchschnittlichen Stern umkreist. Sterne leben und Sterne sterben. Sie lösen sich auf in Staub. Aus diesem Staub entstehen neue Sterne. Wir haben es mit einem kosmischen Kreislauf zu tun, der über 100 Milliarden Jahre fortdauern wird. Und wie wird alles enden? Die Suche nach einer Antwort führt uns zur längsten der uns bekannten Zeitskalen. Alex Filipenko ist ein Astronom, der seine Forschungsarbeit hoch oben auf einem Vulkan betreibt. Dies führt ihn an den Anfang der Zeit. Das Universum ist ca. 14 Milliarden Jahre alt. Das sind 14.000 Millionen Jahre. Eine sehr lange Zeit. Doch wichtig ist vor allem die Tatsache, dass das Universum einen Anfangspunkt hatte. Irgendwann vor einer bestimmten Anzahl von Jahren. Nun wüssten wir natürlich gerne, ob das Universum auch unendlich lang existieren wird. Wie sieht der Lebenszyklus des Kosmos aus? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, ist Filipenko nach Hawaii gereist. Im Keck-Observatorium steht das stärkste Teleskop der Welt. Seit fast einem Jahrhundert ist bekannt, dass das Universum expandiert. Galaxien entfernen sich von uns. Werden sie sich eines Tages der Gravitation beugen? Wird die Gravitation sie wie ein gedehntes Gummiband alle wieder zusammenziehen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, misst Filipenko die Geschwindigkeit von Galaxien, die Milliarden von Lichtjahren entfernt sind. Er will herausfinden, wie sich die Expansion des Universums im Laufe der Zeit verändert hat und hofft, das Verhalten des Kosmos auf der längsten Zeitskala überhaupt nachvollziehen zu können. In der Ewigkeit. Unser hellstes Objekt in dieser Nacht hat fast keine Anhaltspunkte geliefert. Das kann lange dauern. Okay, Chuck, Heather, weiter geht's. Angesichts der Wolken über uns werden wir jedoch nicht bis zum Hubble Deep Field vordringen und wahrscheinlich keine Rotverschiebungen oder gar Supernoven sehen können. Diese kleine Wolke beunruhigt mich etwas. Leider zieht gerade ein Wolkenband über das Keck-Observatorium. Deshalb können wir die blassen Supernoven, die Milliarden von Lichtjahren entfernt sind, nicht sehen. Sie sind extrem blass. Mithilfe der Supernoven, gigantischer explodierender Sterne, kann Filipenko Entfernungen im Weltall einschätzen. Supernoven vom Typ 1a verfügen alle über die gleiche innere Kraft. Sie gleichen einer gewöhnlichen Taschenlampe. Wir messen die Helligkeit der Supernoven und vergleichen diesen Wert mit den uns bekannten. Auf diese Weise können wir berechnen, wie weit sie von uns entfernt sind. Je blasser eine Supernova ist, desto weiter ist die Galaxie, in der sie sich befindet, von uns entfernt. Um jedoch die Expansionsrate bestimmen zu können, muss Filipenko die Geschwindigkeit, mit der sich die Galaxie bewegt, kennen. Wenn ihre Farbe eher rötlich ist, bewegt sich die Galaxie von uns weg. Ist sie hingegen bläulich, bewegt sie sich auf uns zu. Jetzt gibt es keine größeren Schwankungen mehr. Die Wolken haben sich ein wenig verzogen. Unsere Beobachtungen gestalten sich ganz schön schwierig. Was denken Sie? Es ist machbar. Wirklich? Der Leitstern ist weg. Filipenko sieht noch eine Chance. Noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir eine Supernova finden, die 7 oder 8 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Es fällt mir allerdings schwer, ein Kontinuum zu erkennen. Da ist etwas ganz Kleines. Wenn Sie ganz genau hinsehen, können Sie es erkennen. Endlich. Tatsächlich, da ist sie.
Sehen Sie sich das an. Wahnsinn. Filipenko hat das leicht rötliche Licht einer 6 Milliarden Lichtjahre entfernten Supernova eingefangen. Das ist eine sensationelle Entdeckung. Die Expansion des Universums verlangsamt sich keineswegs. Im Gegenteil, sie beschleunigt sich sogar. Das war eine große Überraschung. Niemand hatte so etwas erwartet. Wir sind Zeugen einer neuen inflationären Epoche des Universums. In the universe's life. Das Universum ist aus einem winzigen Stück Materie entstanden. Wir wissen nicht genau, wie alles abgelaufen ist. Es war jedenfalls auf einmal da, wie ein kleiner Punkt. Und von einem Augenblick zum anderen begann es plötzlich, sich rasch aufzublähen, wie ein Luftballon. Und vor 4 oder 5 Milliarden Jahren entwickelte sich dann eine neue Kraft, die die Expansion des Universums noch forcierte. Mit der Zeit wurde es immer größer. Und selbst jetzt dehnt es sich immer weiter aus. Doch weshalb? Welche Kraft könnte für die Expansion des Universums im Laufe von Milliarden von Jahren verantwortlich sein? Es ist unglaublich, dass es eine Serie subatomarer Ereignisse sein könnte, die sich alle in kürzester Zeit abspielen. Es wäre denkbar, dass die Expansion des Universums im Laufe der längsten Zeitspannen, im Laufe von Milliarden von Jahren und künftig von Billionen oder Billiarden von Jahren, durch das Verhalten von Materie auf den kürzesten Zeitskalen bestimmt wird. Das ist doch einfach fantastisch. Weshalb weht der Wind heute? Hängt dies vielleicht mit der Expansion ferner Galaxien zusammen? Mit kosmischem Staub, der unser Sonnensystem in Bewegung setzte? Mit der rotierenden Erde unter unseren Füßen oder etwa mit dem ruhelosen Himmel über uns? Wissenschaftler erforschen die Zeitskalen, um dies herauszufinden. Wenn ich als Wissenschaftler ein längeres Zeitkontinuum betrachte, kann ich meine Arbeit in einem größeren Zusammenhang sehen. Die Wissenschaft lehrt uns, das Unermessliche, das Unsichtbare oder das Unergründliche einschätzen zu können. Sie ist deshalb so wichtig, weil sie den Kontext betrachtet und uns auf diese Weise zeigt, wo wir stehen. Es ist schon in unserer DNA angelegt, dass wir uns Gedanken über die Zeit machen. Der Zeitraum zwischen den enormen Zyklen des Kosmos und den Zyklen des tagtäglichen Lebens auf der Erde lässt viel Platz für unsere Fantasie. Dies ist jedoch nur die eine Seite. Auf den Skalen gibt es auch das entgegengesetzte Extrem. Da gibt es Welten zu entdecken, jede einzelne davon kurzlebig bis hin zu den allerflüchtigsten. Welten, die nur für eine einzige Sekunde existieren. Mehr dazu in der nächsten Folge von Die Entdeckung der Zeit.